Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Nuclear Apocalypse Mod. Und beim letzten Mal hatte ich euch gefragt, welchen Charakter wir denn beim nächsten Mal spielen sollten. Und der gute Andy Wayne hat sich einen Spaß daraus gemacht und hat geschrieben, jetzt habe ich die Möglichkeit, Top-Comment zu werden, aber mir fällt nichts ein. Der hat 17 Top-Comment-Votes nach oben bekommen. Naja, es war auch noch ein paar serious Kommentare, und zwar der mit den meisten Votes danach war, mach mal einen Run mit Eden. Und ja, da würde ich sagen, spielen wir heute mal eine Runde mit Eden. Bevor wir anfangen, habe ich aber noch eine Frage an euch, und zwar schreibt mir doch mal vielleicht in die Kommentare, ob ihr vielleicht findet, dass wir schon wieder eine andere Mod ausprobieren sollen, oder ob ihr meint, yo, die Mod ist noch ganz cool, spiel die ruhig noch ein bisschen, denn ja, mir kommt so vor, als ob euch die Mod wieder noch nicht so richtig ankommt bei euch. Ja, schreibt dann einfach mal in die Kommentare, ob ihr die Mod vielleicht gar nicht so gut findet oder ob ihr die geil findet und wie wir mehr machen sollen, und ja. Dann anhand eurer Upvotes und Downvotes gucke ich mir dann an, wie ihr abgestimmt habt. Es sind auf jeden Fall noch einige Mods zur Verfügung, die man spielen könnte. Ich weiß nicht genau, wann das Addon jetzt rauskommt, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Denn eine Runde mit Eden, das wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen was dauern. So, was haben wir denn? Wir haben Brimstone, okay. Brimstone, Kamikaze, Joker. So, was nehmen wir denn mit? Gut, wir sehen nichts. Wir nehmen grundsätzlich immer den hier mit, ne? Oh, ich wusste es. Ich hab's geahnt, Leute. Ich hab's doch geahnt. Dass wir ein schönes Item bekommen. Das Problem an Brimstone ist, wir haben extrem schlechtes Attack Speed. Wir haben mit Abaddon eigentlich schon sehr, sehr viel Damage. Ich weiß, ein Brimstone Run ist nicht immer ganz so spannend. Ja. Das war schon mal Epic Fail. Zwei Herzen schon mal weg. Für nichts und wieder nichts. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Zack, zack. Raus, raus, raus. Immer schön raus hier. So, dann gucken wir mal. Zack, was haben wir hier? Oh, hier haben wir schon mal eine Bombe, die wir benutzen können. Der Rock. Ein Damage Upgrade. Da sag ich doch nicht nein, oder? Wir bräuchten eigentlich mal einen Attack Speed. Ihr merkt schon. Brimstone ist nicht mehr Brimstone, ne? Also es ist nicht mehr so, dass wir jeden Gegner two-hitten. Weil die Mod natürlich auch ein bisschen mehr Damage verlangt von dir. Luck up. Nice. Okay, wir gehen erstmal zum Boss. Oh, die Bossmucke ist einfach so geil, ey. Das ist so das, was ich am meisten an der Mod feiere eigentlich. Hört sich jetzt ein bisschen traurig an, aber ist es eigentlich gar nicht gemeint. Also, okay, was haben wir denn? Zack, Champion Bell, Damage und Challenge Up. Warte mal, wir gucken jetzt mal rein, was wir denn so haben. Wir haben die Kamikaze-Bombe, wir haben die Karte, den Rock, Brimstone, Meat, Challenge, Abaddon, den Schlüssel, More Options. Alles klar. Gut, wir haben noch den Schatzraum, den müssen wir noch für auffinden. Ich habe mir gar nichts zu trinken geholt, ey. Bei so Isaac Runs, die immer so extrem lang sind, kriegen wir trockenen Hals. Und zack. So, zeig mal. Was hast du denn zu bieten? Yo, was haben wir denn hier? Poisonous Touch. Das ist doch schon mal ganz okay. Was haben wir hier? Blood of the Martyr. Und Roid Rage. Speed und Range Up. Dann gucken wir mal hier rein. Oh, jetzt ist es wieder typisch. Typisch. Blaues Herz? Jawohl. Alles klar, gut. Wir haben jetzt einige Damage Upgrades bekommen. Wir gucken nochmal hier unten rein. Boah, wie lange wir trotzdem noch brauchen. Das kann ich auch. So, dann würde ich sagen, können wir eigentlich hier nochmal gucken? Vielleicht Secret Raum? Nope. Gut, dann können wir in die nächste Ebene gehen. Hier haben wir nichts mehr zu suchen. Wir können die Karte Fool eigentlich noch mitnehmen. Vielleicht können wir die ja noch irgendwie gescheit einsetzen. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Ich habe mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht, wo wir denn hingehen wollen.
So, wir haben jetzt einen Curse of the Blind, Curse of the Unknown. Das heißt, wir sehen nicht, wie viel Leben wir haben, aber wir haben aber auch auf jeden Fall einiges. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich Chemical Peel mitnehmen. Ich weiß, dass der Wirecode-Hänger bringt Tears ab. Bringt der Tears und Damage? Ich weiß es gar nicht. Platinum Gurt. Ich glaube, der bringt der Wirecode Tears 0,7. Chemical Peel ist auf jeden Fall. Ach, wir nehmen mal Chemical Peel mit, weil ich hatte das letzten Mal nicht mitgenommen. Und da hattet ihr euch sehr drüber aufgeregt, weil Chemical Peel ist. Oh, come on. Chemical Peel ist nämlich gerade in Verbindung mit Brimstone eigentlich eine coole Sache. Ah, ihr merkt das schon, ne? Der Damage ist schon sick. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt selber nicht mehr, wie viel Leben wir noch haben. Wir haben eins verloren, wir haben eins bekommen. Eins eingetradet. Wir sind jetzt wahrscheinlich bei 6, 7 Herzen. Na gut, wir können auf jeden Fall nicht unbedingt alles mitnehmen. Zack. Sehr gut. Gucken wir mal rein. So, wir kriegen ein Evil ab. Wir bekommen... Oh, das ist beides sehr geil. Also, das nehmen wir beides mit. Wir nehmen einmal die Tech 5 und wir bekommen Mom's Wick. Mom's Wick spawnt immer Fliegen. Und, der Tech, merke ich gerade, funktioniert anscheinend nicht so gut. Spawnt immer Spinnen eigentlich. Der Tech funktioniert anscheinend nicht so gut, wenn man Brimstone hat. Schade, aber naja, es hat uns jetzt nicht irgendwie großartig was gekostet. Im Gegenteil, es hat uns eigentlich nur noch gebufft. Auch wenn wir unseren Laser nicht schießen, das ein bisschen schade ist. So, wir gucken mal hier rein. Vielleicht ist hier der Schatzraum, der Secretraum drin. Yep. Das Big Beautiful Fly. Das ist eine Fliege, die rumfliegt und sich in die Luft sprengt, wenn sie auf Gegner trifft. Das ist eigentlich ganz cool. Kann aber auch manchmal ein bisschen nervig sein. So, wir haben 7. Warte mal, wir haben hier zwei Schatzräume. Shops. Oder eher gesagt, einen Buchraum wahrscheinlich. Wir gucken mal rein. Jo, hier haben wir einen Buchraum. Das können wir mal mitnehmen. Was haben wir denn hier? Two of Hearts. Das bringt nichts. Temperance ist auch eher so. Die Kategorie bringt nicht so viel. Ich finde diesen Jumper eigentlich ganz cool. Den kann man eigentlich ganz cool einsetzen. Gucken wir mal hier rein. Oh, der Speedball. Das ist auch ziemlich geil, ja. Tja. Warte mal. Können wir vielleicht noch den Super Secret Raum finden? Ja, das war ja so die Kategorie nicht so worth. Gut, wir nehmen den Speedball mit. Hier den, ja, den Speedball. Genau, wir haben Speed und Shot Speed höher. Shot Speed bringt natürlich beim Brimstone eigentlich nicht wirklich was. Aber naja. Oh, boys. Komm, get wrecked. Jawohl, wie gesagt. So, das war relativ easy. So, wir haben einmal Tears Upgrade und Shot Speed und einmal haben wir Mom's Context. Die sind ziemlich gut, weil die nämlich einen Freeze-Effekt beinhalten. Und der Freeze-Effekt. Wie viel Leben haben wir jetzt? Oh Gott, ich dachte schon, ich wäre tot. Ich glaube aber, ich habe nur noch 2 Herzen oder so. Also, ich glaube, ich habe echt nicht viel. 2, ja. Okay. Gut. Die Joker-Karte heben wir uns mal noch auf. Ich finde das aber gar nicht schlecht mit dem Attack-Speed, weil wir jetzt dadurch um einiges schneller angreifen. Wir gucken mal, ob wir hier Pilze haben. Haben wir eine Luck-Up-Pille, glaube ich, ne? Nee. Bombs Aki. Range-Up. Ja, Range-Up ist natürlich irrelevant, ne? Für uns. Okay, haben wir. Easy. Oh, come on. Das hat uns echt getroffen. Scheiße. Gut. Okay, was haben wir hier? Okay. Gut, wir brauchen noch einen Schlüssel. Bisschen aufpassen. Speed down. Das ist nicht schlimm, wir haben noch einen guten Speedwert. Okay, nice. Da können wir hüpfen, das ist sehr geil.
Dadurch kriegen wir nämlich jetzt einfach mal einen Schlüssel. So, ich merke schon, es wird langsam ein bisschen tricky, ne? Es wird auf jeden Fall ein bisschen tricky. Wir können uns noch ein Herz holen. In dem Teufelsstil. Ich bin aber am Überlegen, ob ich das mache oder nicht. Also jetzt mache. Hier ist der Schatzraum wahrscheinlich, ne? Ja. Noch ein Joker. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal. Das ist eigentlich nicht schlecht. Tears up. Dann haben wir hier den Mark und ein Herz. Und da haben wir nochmal den Minimasch und ein Herz. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich wollte jetzt fast sagen ziemlich schlecht, aber das ist ziemlich gut sogar. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal jetzt rein. Okay, das sind beides Items, die wir eigentlich nicht brauchen. Das heißt, wir nehmen das Herz mit und dann gehen wir wieder raus. Das eine war die Onion, die gibt uns einen Tears Upgrade. Und das andere war, soweit ich weiß, ein Damage Upgrade. Aber das ist nicht so essentiell wichtig. Das war, was war das denn nochmal? Na, wie heißt das nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich weiß, wie es heißt, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Weil ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Runs immer zu viel Wert darauf gelegt habe, die Teufelsdeals einzugehen, als, ja, dass ich es unbedingt gebraucht hätte. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich brauchte es eigentlich nicht unbedingt und bin trotzdem immer jeden Teufelsdeal eingegangen. Und dann irgendwann stand ich dann da so und habe gedacht, ja, toll, wir haben jetzt zwar super viele Teufelsdeals, aber wir haben kein Leben. Und das ist ziemlich scheiße. Wo könnte das Secret Room sein? Da oben kann er eigentlich nicht sein, oder? Da war doch. Normalerweise sind die doch immer von allen Seiten begehbar. Egal, wir gehen mal hier hin. Fuck. Fuck it. Nice. Gut, was bekommen wir? Black Judas und den Halo. Black Judas ist nicht schlecht. Wenn man stirbt, kommt man als schwarzer Judas neu und hat einen Damage Upgrade. Wir nehmen aber den Halo mit. Weil ich möchte jetzt doch ein bisschen mehr darauf setzen, dass wir halt nicht sterben. Und dann gucken wir mal. So, was haben wir hier? Stigmata, Pentagramm. Ja. Nehmen wir das auch noch mit, ist die Frage. Wir haben hier wieder ein weiteres Herz. Bis jetzt würde ich fast schon sagen, wir nehmen es auch noch mit. Okay, nice. Sehr gut. Easy, easy. Fucking lemon squeezy. Okay. So, dann gehen wir hier hoch. Schlüssel haben wir auch schon mal genug, das ist sehr schön. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch schon mal in den Schatzraum oder in den Shop gehen wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir zum einen den Ankh, dann haben wir, das dürfte Distant Admiration Fly sein und einmal ein Stat-Zwirbler. Den Ankh können wir ja mal mitnehmen, der kostet ja nichts. Das können wir auch mitnehmen. Aber dieses andere da, die Growth Hormone, nee, das ist nicht Growth Hormones, das ist, ne, hier so ein Zwirbler halt. Oh, das nehmen wir mal mit. Das bringt mal ein bisschen Schwung rein hier. Das macht unseren Brimstone noch ein bisschen gefährlicher, weil er dadurch breiter wird, ne? Wisst ihr, was ich meine? Weil er dadurch, dass er so eine Zickzack-Form hat, ist er jetzt ein bisschen breiter.
Okay. Wie die halt auch echt nicht instant sterben, ne? Okay, nice. Sehr gut, was haben wir hier? Bombelsch, Münze. Haben wir alles? Ne, da hinten ist doch noch ein riesiges, unerforschtes Gebiet. Okay, dann gehen wir mal dahin. Da müsste jetzt eigentlich der Shop sein. Der Schatzraum hat mich jetzt nicht so umgehauen, bin ich ganz ehrlich. Der haut mich jetzt nicht von den Socken. Also, da muss schon was Besseres kommen, irgendwie. Nice. Ah, das ist echt super easy. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal Unicorn. Brauchen wir eigentlich nicht. Höp. Nein. Nice. So, dann können wir jetzt eigentlich zum Boss gehen. Hier haben wir nichts mehr zu erledigen. Das Gute ist halt, oder, naja, man kann es sehen, wie man will. Also, ob es jetzt so gut ist oder nicht. Man hatte den Vorteil, dass man hier immer direkt an der ersten, am Anfang der Ebene den Teufelsdiel sieht. Und somit natürlich auch, ja, nicht erst bis zum Boss gehen muss. Was ein Vorteil ist, aber was natürlich auch so beim Boss so ein bisschen die Spannung wegnimmt, ne? Weil da hat man nicht mehr so den, ja, die Hoffnung auf einen geilen Teufelsdiel oder so. Weil den hat man ja schon. Aber finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Also ich sag, nächste Ebene wird der Dings sein, Krampus. Ich habe es jetzt eigentlich fast immer so gehabt, dass ich dann kurz danach Krampus hatte. So, wir haben einmal SMB Superfan, da muss ich jetzt mal gucken. Capricorn gibt alle Stats ab. 1, 0,5. Boah, das gibt ordentlich was. So, und SMB Superfan. Auch du tierst ab, aber kein Tier Delay niedriger. Ich glaube, dass Capricorn besser ist. 0,3 Damage. Ich glaube, ich nehme Capricorn mit. Ist der Tier-Delay auch nochmal niedriger? Ah, das ist okay. Das nehmen wir auch noch mit. Soll der Geiz. Kriegen wir nochmal ein Soul Up. Gut, und dann gehen wir in die nächste Ebene und dann gucken wir mal. Also, wir haben jetzt eigentlich vom Damage her, passt das eigentlich ideal. So, wir gucken mal. Ah, den Löffel würde ich gerne mitnehmen. Weil der Löffel ist nämlich echt geil mit Brimstone. Den nehme ich auch mit. Der Löffel ist nämlich ziemlich gut, weil der halt Homing Shots hat. Und Homing Shots sind mit Brimstone halt richtig gut. Nicht nur, dass es super swaggy aussieht, sondern es bringt halt auch echt eine Menge. Gerade bei solchen Gegnern hier. Zieht euch da rein, ey. Na, ich wusste, dass ich getroffen werde. Ja, also hier ist Homing Shots, das ist schon echt eine richtig gute Sache. Okay. Wisst ihr, was richtig scheiße kommt? Ah, Gott. Wenn man hier drauf springt und dann hat man auf einmal eine Trollbombe da drin und da kommt man nicht raus. Nicht schnell genug. Manchmal kommt er ja nicht schnell genug raus. Da guckt euch das an. Das schaffen wir nur so schnell, weil wir halt die Lenk...